Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KW 36 vom 2.9. bis zum 7.9.2019. Nach den letzten sommerlichen Wochen kommt jetzt etwas kühlere Luft zu uns. Grund dafür ist ein Tiefdruckgebiet über den Atlantik, was nasse, kalte Luft Richtung Mitteleuropa weht und sogar in den Alpen dafür sorgt, dass die Schneefallgrenze bis auf 1200 Meter sinkt. Schauen wir daher mal auf die Temperaturen, wie kühl es denn wirklich in Deutschland werden soll. Am Montag kriegen wir Höchstwerte von 9 bis 23 Grad. Die 23 Grad werden vor allem in den nordöstlichen Bundesländern erreicht, aber auch im Rhein-Main-Gebiet. 9 Grad werden nur höchstens am Alpenrand verzeichnet. In den Hochalpen gehen die Werte bis unter 5 Grad zurück. Dabei gibt es Schauerwetter. An den Bergen staut sich auch der Regen. Es kommen insgesamt bis zu 40 Liter im Süden zusammen. In den restlichen Bundesländern können bis zu 20 Liter pro Quadratmeter runterkommen. Örtlich auch ein bisschen mehr. Am Dienstag wird es größtenteils wieder etwas freundlicher. Die Sonne lässt sich auch mehr zeigen, bei 14 bis 25 Grad höchstens. Am Mittwoch dasselbe Spiel mit etwas dichterer Bewölkung in einigen Landesteilen, aber es gibt auch sonnige Abschnitte mit 11 bis 26 Grad. Vom Nordwesten her kommt aber schon wieder ein weiteres Tiefdruckgebiet angeweht, diesmal auch mit mehr Wind. Deswegen kann es vor allem an den Küsten stürmische Böen geben. Bis ins Landesinnere und in den Mittelgebirgen kann es auch etwas stürmen. Die Aussichten: Am Donnerstag meist wolkig, gelegentlich ziehen Schauer durchs Land, 20 bis 7 Grad. Es bleibt weiterhin stürmisch im Norden und auch in den Mittelgebirgen. Am Freitag wieder ein leichter Temperaturrückgang, 19 bis 12 Grad, überwiegend bedeckt. Es ziehen weitere Schauer durchs Land. Am Samstag weht auch wieder im Norden ein stürmischer Westwind. Dabei kommt ein weiteres Regenband von Nordwesten bis in den Südosten voran. Es werden 18 bis 9 Grad erreicht. Das war das Wetterupdate der KW 36. Genaueres wird im nächsten Wetterupdate bekannt gegeben. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Euer Cedric, bis bald. Ciao, ciao.